Ich glaube, dann musst du trinken. Ja, klar. Auch die Gehirnhälften. Das ist nur ein Thema. Die Motivation an sich ist eine Sache, die man unbedingt in jedes Training mit einbauen sollte. Das kann ich gleich mal auf den Weg geben. Es ist so, dass sich durch Koordinationsübungen und Übungen auf so Wellenform oder auf wackeligen Unterlagen wirklich. Das ist gerade natürlich für uns Mannschaften so in diesem Ligabetrieb, die halt zweimal die Woche trainieren maximal oder auch wenn sie das dritte Mal machen, natürlich total sinnvoll, halt gerade ins Aufwärmprogramm wirklich solche Übungen für Sprunggelenke, für Kniegelenke und so mit einzupflegen, um halt natürlich diesen Verletzungen halt vorzubeugen. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich sag mal so Tipps, die sie uns heute auch gegeben hat, halt so Übungen, das muss ja nichts Aufwendiges sein, ne? Nicht so ein Zirkel wie heute jetzt oder so, aber wenn man halt einfach immer wieder regelmäßig zwei, drei Übungen, wenn du immer wieder einpflichtest ins Aufwärmprogramm, dann hast du halt die Stabilität in den Gelenken und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Wie schätzt du da die Meinung deiner Mannschaftskollegen ein? Ja, klar, ist das natürlich, jeder kickt am liebsten zum Warmmachen, ne? Klar, keine Frage. Aber ich sag mal, die Zeit, wenn man jetzt 2 Stunden Training hat, die ins Aufwärmprogramm 4 Übungen mit einzubringen, das sind 5 Minuten oder so. Aber das kannst du immer unterbringen. Also du bist das guter Hoffnung, dass das da einigermaßen irgendwann eingebaut werden wird. Ja, also ich sag mal so, Stefan hat ja heute hoffentlich gut aufgepasst, ne? Und werden wir mal sehen, ne? Die Mannschaft wird vielleicht ein bisschen fluchen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Alles klar, Fabian Dönitz, danke. Ja, Stefan Schmidt-Kohlberg, der Trainer. Fabian Dönitz hat gerade gesagt, er hofft, dass du gut aufgepasst hast. Wie siehst du mit deiner Meinung aus? Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Viele, viele neue Dinge, vieles Bewährtes kennengelernt. Natürlich können wir einige Sachen einbauen, peu à peu. Also auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung und eine sinnvolle Abwechslung. Vor allem mal 2 Stunden oder 1,5 Stunden knapp richtig, richtig schön, so nach allen Regeln der Kunst, wobei dann der eine oder andere doch so ein bisschen gewackelt hat, ne? Ja, es sind halt auch wieder auch einige Körperpartien dabei gewesen, die halt noch nie trainiert wurden und manche Leute hatten natürlich damit Probleme und Leute, die fit waren, hatten damit weniger Probleme. Alles klar. von der Wende, das war jetzt das gewonnene Training, das Gewonnenes hast du. Knapp 1,5 Stunden. Hast du als gewonnen, kann man es denn auch bieten, buchen für die Vereine, die das gerne auch mal sehen möchten? Ja klar, jeder kann sich bewerben bei uns unter training@rehbahn.de und dann können wir einen Termin ausmachen und weitere Absprachen klären. Kein Problem, wir freuen uns. Es ist aber nicht angeraten, jetzt sagen wir mal hinzugehen für einen Verein, sich irgendwelche Balanceboards und ähnliche Sachen zu kaufen und einfach damit loszulegen. Da sollte man sich schon richtig einweisen lassen, ne? Das kann man schon machen. Wir haben gewisse Unterseiten, www.sprunggelenkbandage.de und www.bandage-knie.de, auf denen viele verschiedene Übungsvarianten per Video draufgespielt sind. Die könnt ihr euch angucken. Das sind kleine, kurze Sequenzen, wo die Übungen beschrieben sind, wo sie vorgemacht werden und dann könnt ihr sie auch nachmachen. Da könnt ihr sehen, wie viel was ihr beachten müsst, wie viel Wiederholung ihr machen müsst und wie ihr die Übungen am besten ausführt. Wie ist die Resonanz bei den Vereinen überhaupt auf diese Aktionen? Weil für einige ist es ungewohnt, das hat man auch hier gesehen. Nicht für alle, aber für den einen oder anderen schon. Die Resonanz ist gut. Also diejenigen, die das Training mal mitgemacht haben, die sind erstens völlig überrascht, was es alles gibt, was man machen kann, um Verletzungen zu vermeiden. Prävention ist eines der wichtigsten Sachen, die ein Verein eigentlich machen muss mit seinen Spielern. Das ist der Verein eigentlich seinen Spielern schuldig, damit die sich nicht verletzen und vor allen Dingen auch die Leistungsträger, die braucht der Verein. Die sollen ja nicht am Rand sitzen. Von daher, Prävention in eine Trainingseinheit einzubauen, ist das Wichtigste, was eigentlich ein Trainer machen müsste. Überhaupt, wow, Dankeschön. Das ist ja mein Problem, hinten. Ja.